Und damit kann ich wieder angegriffen werden. Aber holen wir aber noch ganz kurz das eine Geheimnis. Geht jetzt zum Glück nicht so lange. Du kannst weg. Ihr könnt beide. Wir haben heute keinen Termin gemacht. Deshalb drängt euch doch nicht so auf. Oh. Ah, ich soll's doch wissen. Hier, das ist der richtige Angriff. Und du, wie gesagt, du störst eigentlich. Wegen dir bin ich ja hier. Und dann können wir nämlich hier schon wieder weg. Und dann springen wir hier nach durch. Oh, was war das? Ah, okay. Komm, rüber. Und hier nach oben. Ja, wobei, jetzt muss ich ja die ganze Fallex ist ja wieder hier. Nehmen wir sie halt doch nochmal mit. Seht ihr, das geht schon viel besser, wenn sie sich nicht so verteilen kann. Ah, schlecht. Da hat einer... Ja, da hat einer sich umdrehen können. War ich zu langsam. Und... Auch du bist weg. Also wenn ihr mal Seelen sammeln wollt, das ist der perfekte Punkt, den ihr habt gerade gesehen. Das waren 14.000 Seelen. Waren vermutlich noch mehr, wenn ich nicht pausiert hätte dazwischen. Hier kennen wir... Löse ich hier eine Falle aus. Hier hängt er. Aber das sollte ja auch kein Problem sein für einen gestandenen Krieger wie mich. Allerdings ist jetzt schlecht, dass ich nichts sehe. Und das Seil kapern. Hier wieder Sportgymnastik. Was holen wir jetzt uns? Ah! Oh, was machst du denn hier? Was machst du denn hier, mein lieber Herr? Mit dir hat eigentlich keiner gerechnet. Zumindest ich nicht. Ah, den Teil haben wir auch. Dann... können wir mit Vollgas hier durch. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier hinten die Glut holen. Hier. Ab nach oben. Immer aufsteigen. Immer aufsteigen. Immer höher. Das Motto unserer Welt. Alles schneller, alles höher. Na? Sag mal! Jetzt nervst du mich. So. Das kann ja nicht wahr sein. Und nein, zu nahe. Oh. Und die Framerates brechen komplett ein, irgendwie. Irgendwie hat er mit irgendwas enorm hier. Nehmen wir das Ding. Eine dunkle Glut. Wenn schon sonst nichts klappt. Das Gift warte ich jetzt noch. Oh. Wow. Wo kommt ihr denn her? Mit euch habe ich eigentlich nicht gerechnet. Sonst hätte ich euch Geschenke mitgebracht.
Nee, 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 nee. Unterhalte ich mit der Mauer. Keine Andenken, nix. Schade. Hier hinten ist nämlich noch einer. Bevor ich jetzt irgendwas mache, du kommst doch mit. Und dann entgifte ich mich erst. So. Jetzt können wir uns entgiften. Hier oben auch noch schnell das mitnehmen. Greift ihr mich an? Ja, sie greifen an. Nein! Nein! Wie blöd! Wie blöd! Nein, ich hätte es doch wissen müssen. Nein! Wie kann man denn hier nur sterben? Aha, Vollgas in dem Fall. Weg. Und fort mit dir, du Ungetüm. Mit der Kleidung musst du dich gar nicht mit mir anlegen. Na. Keine Zeit, keine Lust, die Phalaxe können mir gestohlen bleiben. Ich will nur an meine Seelen. Vollgas mit vollem Elan. Und sobald ich die Seelen habe, geht's ja wieder richtig ab. So, und jetzt hier oben. Und wieder Gift, na klar. Weißt du was, jetzt könnt ihr mich dann wirklich kreuzweise hier. Du hast ja Lebenspunkte. Unglaublich. Und ich würde sagen, dich bekämpfen wir mit dem Speer. Nee, nee, nee. Doch, machen wir. Sicherheit am Arbeitsplatz. Weg mit dir. So. Jetzt könnt ihr zurückkommen. Ach, jetzt springt er dahinter. Und weg mit euch. Nein, du lebst immer noch. Dafür gab es hier gerade eine Menschlichkeit. Sehr. Hat sich ja eigentlich schon fast wieder gelohnt. Hier unten liegt doch noch was. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich sehe das falsch. Schade. Das Schweigegelübde haben wir jetzt. Gibt es denn sonst noch jemand, der irgendwas von mir will? Nee, nee, nix. Alle zufrieden? Dann würde ich sagen, wir gehen auch schon wieder zurück. Nehmen das hier hinten noch mit. Das ganze Set einmal mehr. Und wo schießt denn wer bitte? Irgendwo schießt's. Hm. Hier werde ich ja wieder angegriffen. Macht nix. Die Sache haben wir im Griff. Soll ich hier drin? Das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Schaut mal, wie viel Abstand ich habe. Und das nützt nichts. Ach, weißt du was? Dann machen wir es halt wieder anders. Ich glaube, hier geht es schneller durch. Ich hoffe es zumindest. Nee, macht's nicht unbedingt. Ja, zwar gleich lang. Einmal das letzte Mal Menschlichkeit auslösen und dann ab in den Kampf. Aushöhlung umkehren. Bis ich nochmal angegriffen werden kann. Ich könnte es nochmal aufsteigen, wenn ich das... Ja, könnte ich. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn?
Ich würde eigentlich jetzt gerne Stärke ausbauen. Gehen wir auf Stärke. Ist ein weiter, weiter Weg. Also profitieren tue ich von meinen Aufstiegen eigentlich im Moment eher weniger. Die Resistenz nimmt zu, aber mein Charakter wird dadurch nicht wirklich stärker. Ich mache die Aufstiege auch mehrheitlich nur wegen den Waffen, den möglichen, die mir halt noch fehlen. Oh, wir rennen hier durch. Jetzt kommen vermutlich schon bald die ersten Speere geflogen. Ja, da ist er schon. Ah. Hier durch. Ist das Zeichen noch? Nee, das Zeichen liegt auch nicht mehr. Hat ihn entweder jemand anders beschworen oder hat aufgegeben. Vermutlich war das abgesprochen, dass sie sich da treffen. Nehme ich jetzt einfach so mal für mich an. Jawohl. Oh, probieren wir es. Na, Schwanz abgebrochen, beziehungsweise der Schweif, und da kommt er angekrochen. Das Riesenbaby. Boah, der ganze Bildschirm wackelt. Hier, friss mein Speer. Hier stehe ich eigentlich sehr gut. Muss ich sagen. Oder bis gerade stand ich sehr gut. Sagen wir es mal so. Dann würde ich sagen, gehen wir ab in den Nahkampf. Wie viel Schaden macht... Oh, jetzt sieht man natürlich den Schadenwert nicht. Wo entscheidest du dich? Du gehst nach links. Probieren wir es nochmal. 650... Alles klar. Ach, du machst noch mal in die Mitte. Ja, dann ist es dein Tod. Und tschüss. 10.000 Seelen. Faires Angebot. War ja nicht so viel Mühe. Was hast du mir hier hinterlassen? Ein Drachenstein. Und ein Blutschild. Könnte ich eigentlich zurück in der Theorie und nochmal die Zauber ausrüsten? Für Priscilla. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Die Episode wird vermutlich Überlänge bekommen, aber das macht jetzt nicht. Ich versuche jetzt genau ein. Versuch, wenn das klappt. Hier ist er wieder. Vielleicht kann ich es auch so abrüsten. Nee, zu spät. Schade. Gilt das mir? Vermutlich nicht. Jetzt können wir das wegnehmen und jetzt bereite ich mich schon mal vor für das nächste. Und ich nehme wir das. Oh, yes, das Zeichen wieder. Versuchen wir es nochmal. Finstergeist wird gerufen. Das klappt sogar. Eventuell. Nee. Klappt nicht. Okay. Schade. Wäre eigentlich ein guter, interessanter Kampfplatz, diese Arena hier. Aber das System will nicht. Schade. Schade, schade, schade. Gehen wir halt doch weiter. Und die Falle kennen wir ja schon. Ah, ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh. Ein Erwähnele. Erwähnele zu früh, ne? So, kommt, ihr Gauner. Ich kenne doch eure Falle auch schon. Und drei auf einen Streich.
Und nochmal einen. So. Na. Auch du, hinfort. Was trinken. Und jetzt kannst du kommen. Riesenbaby. Ah, wie er schon wieder zuschlägt. 421 Schaden. Ja. Das geht doch. Na, was hinterlässt du mir? Eine große Scherbe. Dankeschön. Habe ich ja nicht mehr 99. Doch wir gehen jetzt ab in den Endkampf. Sind wir mit dem Gebiet auch schon durch. Vermutlich hat die Episode 45 Minuten Länge, aber... Jo, manchmal muss es sein. Die hat ja kein richtiges Intro. Dementsprechend rede ich jetzt nochmal mit dir. Damit ihr das so genießen könnt. Na? Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Ich hab doch dich gesucht. Ich thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee. Plunge down from the plank and hurry home. Den Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich bin ja das Ungeheuer in dieser Welt. Dementsprechend verhalte ich mich halt auch wie ein Ungeheuer. Und dein Schweif ist mir. I expected as much from thee. Why? Jetzt ist sie ja wieder unterwegs. Mal sehen, ob ich sie hier hinten. Okay. Daneben. Schade. Vielleicht jetzt. Oh. Nee, nicht ganz. Dafür einen netten Blutungsschaden. Nein! Ja, logisch, du Schlaumeier. Und das ist ganz schlecht. Wow. Komm, wo bist du? Hier bist du. Die Fußspuren müsst ihr am Boden anschauen. Die ist ein bisschen schneller, kommt es mir so vor. Versuchen wir es nochmal. Na. Nicht wirklich. Hat nicht wirklich geklappt. Jetzt gebe ich es dann auf. Schlage ich dann halt einfach so zu. Nee, das ist ganz schlecht. Doch, hat geklappt. Also gut, sie würde beim ersten offensichtlich nicht gleich aufgeben. Da kommen die Fußspuren schon verdächtig nahe. So, jetzt reicht's. Also gut. Nee. Ah, gerade als ich mich in den Kampf stürzen wollte. Mein liebes Wesen. Dann schauen wir mal, wo du bist. Wo bist du denn? Schlecht. Ja, ganz schlecht sogar. Ist nicht so einfach, wenn man nichts sieht. Was war denn hier nochmal der zweite Angriff? Genau. Alles klar. Dann machen wir das lieber. Ah, also es wär schon interessanter, wenn man sie sehen würde, aber ich überlasse jetzt die Kampf eurer Fantasie. Ich hätte doch einen Feuerzauber nehmen sollen. Ah, ich sehe tatsächlich gar nichts. Und die ist schneller wie ich. Dann wäre es eigentlich Zeit für... Ja, wobei, nie. Machen wir nicht.
Das war ein Treffer. Ich habe keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte du hast. Das war wieder ein Treffer. Wieder ein Treffer. Ah, jetzt bist du da, mein liebes Wesen. Jetzt können wir schön und gerecht kämpfen. Dein Eisatem. Oh. Okay. Überraschend. Wo bist du denn? Ach, hier bist du. Okay. But why? What seeketh thee? Nach der Weltherrschaft. Simpel wie das. 60.000 Seelen. Und wir sind durch. Hier hinten gibt es nochmal das Set des Königs. Das brauche ich ja nicht mehr. Ab nach Hause. Das war es. Kurz und schmerzlos. Wir sind wieder in Analondo. Mitten unter den Gemäldewächtern. Dann danke ich herzlich fürs Zusehen und wünsche euch eine angenehme Zeit. Auf bald wieder beim nächsten Boss.